So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindclone 2 für Mindtests. So, wir hatten ja letztens aufgehört hier an dieser Stelle mit dem Glas, das wir hier oben haben. Hier brennen wir, soweit ich weiß, noch ein bisschen Glas. Das können wir eigentlich übernehmen. Dann können wir das weiter brennen lassen. Was ich machen wollte, wäre, ich würde ganz gerne hier ein Dach aufsetzen. Dafür würde ich aber eigentlich ganz gerne noch ein paar Fackeln haben wollen. Das bedeutet, wir müssten uns Kohle holen, oder? Haben wir noch Kohle? Hier haben wir keine Kohle. Da haben wir Kohle. Da haben wir Kohle. Da haben wir Spießpulver. So, das bedeutet, ich würde mir hier eigentlich gerade mal so ein paar Fackeln machen wollen. Ich denke, da kann man gar nicht zu wenig von haben. Zack, zack. Vielleicht mal zack, zack. So, und dann würde ich ganz gerne eigentlich auf der dritten. So, mein persönliches Credo ist ja 1, 2, 3, 4. Also, die scheinen 4 weit, meiner Meinung nach. 1, 2, 3, 4. 4, genau, ist ein guter Plan. 1, 2, 3, 4. Ist ein guter Plan. 1, 2, 3, 4. Guter Plan. 1, 2, 3, 4. Ein bisschen symmetrisch hätte ich es auch gern. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Da bitte hin. 1, 2, 3 und 4. So. Das sollte dann passen, zumindest so halbwegs. Dann würde ich vielleicht hier in der Mitte nochmal einen reinhauen. Der Symmetrie halber. Aber der Symmetrie halber muss ich dann sagen, bam. Bam. Und dann hätten wir. Na, das stimmt jetzt aber nicht. Also eins. Das heißt, ich habe das Dach asymmetrisch gestaltet. Das ist ja mal ganz doof. Es stimmt aber. Es stimmt aber. Okay. Das heißt, der kommt schon wieder dahin. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also so. Das wäre richtig. Dann 1, 2. Und 1, 2, 3. Ja. Oh. Schon wieder Zeit, schlafen zu gehen. Wo ist mein Bettchen? Ah, da ist mein Bettchen. So, die Zombies auf dem Ohr, die sind ganz fürchterlich. So. Könnt ihr mal gucken gehen, wo die sich so rumtreiben? Ich würde hier jetzt erstmal hochdüsen. Dann hier hingehen. So, was wollte ich denn eigentlich? Wollte ich Kohle holen? Nee, ich wollte eigentlich das Dach zudecken. Und eigentlich wollte ich euch ein paar warme Worte um die Ohren schmeißen, warum derzeit kein Anno 1602 kommt, weil das ja eigentlich heute kommen sollte. Der Grund ist einfach der, ich hatte ja in Anno 1602 angekündigt, dass ich ganz gerne ein bisschen offscreen aufnehmen wollen würde. Einfach um Kratzi Kratzi Halsi. Einfach um das nicht endlos in die Länge zu ziehen. Und ich fühle mich aber gerade wenig bemust, da ein bisschen weiter zu spielen. Deswegen würde ich eigentlich fast sagen, wir machen das wie folgt, dass ich jetzt erstmal so ein paar Folgen zwischenschiebe. Ich suche eigentlich immer noch Holz. Holz habe ich hier nicht mehr. Habe ich unten noch Holz? Sonst müssen wir. Nee, hier sieht es auch nicht nach Holz aus. Hier vielleicht?
Nein. Hier vielleicht? Nein. Da drüben gibt es auch noch eine Nachtkästchen. Da sind nur Farben, warum ich die nachts auch immer brauche. Okay. Das heißt, wir sollten uns mal eine Axt krallen. Habe ich eigentlich eine Axt parat? Ich habe ja eine Axt parat. Wir sollten uns eine Axt krallen und ein paar Bäumchen schlagen. So. Und na, die lebt aber auch nicht mehr lang. So, dann würde ich doch mal hier ein paar Bäumchen schlagen. Ja, genau. Dankeschön. So, Quatschikowski. Quatschikowski. Wo ist meine Werkbank? Werkbank? Habe ich hier keine Werk? Habe ich die nur hier unten? Habe ich die vielleicht im Inventar? So, schauen wir mal. Da, ja genau. Sogar zwei. Das heißt, wir würden uns hier mal eine kleine Werkbank hinhauen. Bam. Und dann würden wir mal sagen, zack. Und dann würden wir hier mal sagen, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, das war jetzt bloß Neugier. Ich wollte mir eigentlich Stickies machen, genau. Zack, zack. Steine habe ich dabei. 2, 3, 4. Und dann machen wir das doch so. Da haben wir hier mal Steinäxte. Zwei sollten erstmal reichen. Und dann würde ich hier mal auf die Steinaxt gehen. So. Hau mal den Spaß weg. Und hier weg und hier weg und da. Und dann haben wir hier noch einen Baum. So, die Dinger werden wir vielleicht später wieder aufforsten. Was ich ja auch noch vorhatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch erzählt habe, ob ich euch hier von diesem lustigen Plan berichtet habe. Ich hätte eigentlich an und für sich gerne noch vor, einen Wall um das Gebäude zu ziehen. Und einen, quasi einen inneren Schutzbereich, mit dem man sich gegen diese Zombie-Horden da erwehren kann. Weil derzeit haben wir ja einfach nur unser Haus. Da gibt es einen Apfel. Da gibt es Setzlinge, die würde ich ganz gerne einsammeln. Und wir spielen das alles so ein bisschen entwicklungstechnisch, ne? Also, sprich, wie sage ich denn das? So wie die Menschheit sich halt entwickelt, also so evolutionstechnisch. Wir werden uns sukzessive ein bisschen hocharbeiten. Und am Anfang bedeutet das halt, hey, wir holzen einfach nur ab und wir müssen immer mehr Wege gehen und irgendwann kommen wir dann auf die Idee, hey, Umweltschutz wäre doch gar nicht so schlecht. Dann pflanzen wir wieder ein paar Bäumchen und so weiter und so fort. So. Und wenn ich gerade von Bäumchen pflanzen rede, dann würde ich doch mal sagen, tak. Guter Plan. Würde ich dann aber auch gern in irgendein Kistchen packen. Vielleicht sogar in ein auswärtiges Kistchen. Das ist eigentlich auch kein so schlechter Plan. Apropos Kistchen, dann würde ich kommen, hau mal hier mal. Geht ja nicht an, dass wir da immer rausführen müssen. So. Dann würde ich euch auf jeden Fall erstmal hier. Und weiter geht's. Und den Spaß lassen wir dann mal hier. Und dann würde ich ein Kistchen basteln wollen. Genau. Zack, 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 zack.
Dann hätten wir hier eine Kiste. Und das wäre dann eine Außenkiste, wo wir unser Gepflanze ablegen können. Die Spitzhacke brauche ich gerade auch nicht. Die andere würde ich gerne behalten. Das Schwert ist auch okay. Vielleicht soll ich das mal so rum ausrüsten. Das Holzschwert sollte als erstes kaputt gehen. Dann machen wir dich mal zu. Gehen wir hier mal auf die 1. So, wie wollte ich ihn jetzt weitermachen eigentlich? Ich wollte, glaube ich, das Dach bauen. Dann würde ich doch mal einfach frech aufs Dach hüpfen und sagen, yay. So, da ging es ja hier dann erstmal... Wir wollten ja ein Flachdach haben, ne? Abgesehen davon würde ich dann halt gerne mal hier hingehen und dich mal hier hinhauen. Und dann würde ich mal sagen 5. Und dann machen wir das halt wirklich so. Zack, 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 zack. So, dann gehen wir hier auf die andere Seite und da machen wir halt mal voll. Zack, zack, zack. Und dann wären das von unten her eigentlich schon Zeit für das Dach. So. Wie gesagt, das hauen wir jetzt einfach mal frech da rein. Wir können den Spaß ja immer wieder abbauen. Also gerade so Krüppeldinger hier halt. Das ist ja nicht so das Problem. Geht halt einfach ein bisschen fixer. So, dann sind wir auch schon beim nächsten Stack. Also beim nächsten Stapel von Holz. So. Und dann hauen wir das hier auch noch weg. Du, du, du und du und du. Und hauen wir dich alles weg. Die Zipfel, die kommen auch noch weg, keine Sorge. Zack, 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 zack. Aber derzeit ist es gerade einfach Absicht. 19. Zack, 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 zack. Das heißt, wir müssen auch wieder ein bisschen auf... wie heißt denn das? So, ein... kommst weg, da haben wir noch einen Eiterpickel, da haben wir einen, da machen wir einen weg und da machen wir einen weg. So, eigentlich hätte ich im Grunde auch ein Glasdach machen können, ein komplettes. Aber ich denke, das reicht hier erstmal. So, vielleicht dehnen wir die Panoramasicht dann später auch noch ein bisschen aus, aber hier hinten soll ja eigentlich eh dann irgendwie so ein Zaun anfangen, der unser Habitat umschließt. Insofern würde ich eigentlich fast sagen, nee. So, wir machen uns die auch noch ein paar Dielen. 5 aus. Nicht 4, 5. Zack, 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 zack. 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 Ach, da geht's weiter. Hum, hum. Und dann hier. Da, 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 da. Tack. Dann können wir hier quer. Tack, 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 tack. Dann können wir hier nochmal, tak, 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 tak. Dann können wir hier noch, tak, tak, ja. So, hauen wir dich mal weg. Und es wird schon wieder so, ey, sag mal, wie kurz sind eigentlich die Tage hier? Und dass das Bett da unten steht, käst mich gerade auch so ein bisschen an. Gerade ein bisschen verwundert, warum ich noch nicht geschlafen habe, aber okay. So, dann geht's wieder hoch und ich denke, wir müssen wieder Bäume schnetzeln. Haben wir noch irgendwo einen Pickel rumfahren? Nein. 5. Einmal dahin und dann geht's auch schon wieder auf die Baumjagd. So. Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Also, zack, 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 zack. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Und weg mit dir. So.
Also, wie gesagt, wir eiern hier jetzt ein bisschen rum. Ich finde es übrigens gerade ganz schön. Also, die letzte Male hatten wir ja irgendwie. Ich habe ein Update gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, welche Version wir eigentlich haben. Also, mein Test ist eh aktualisiert worden. Ist jetzt, glaube ich, auf der Version 5.2 und dafür halt dann das passende Mine-Clone. Und das Schöne ist, dass wir jetzt halt diese bis jetzt zumindest relativ wenig Endermänner wieder gesehen haben, sondern würde ich dich mal dann nehmen und dann würde ich zu dir mal sagen, hier, ach so, 6, komm hier, weg.